Und jetzt machen wir erstmal Licht. Und dann, wir gucken nach Süden. Einmal schnell auf die Karte geguckt. Wir wollen nach links. Dann geht es hier so rum. Einmal rum. Dann können wir die Früchte in die Falle stecken. Wenn wir wieder zurückgehen, können wir dann... Aha. Können uns dann hier unten angucken. Hier waren nämlich noch Gegner. Ich weiß nämlich, dass es hier... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier nämlich zum Questziel geht. So. Und dann gucken wir uns erstmal alles andere an. So, einmal rum. So. Jetzt wieder das Gediddeldiddeldi. Und wieder zurück. Das ist die Falle. Dafür haben wir jetzt... So, die Früchte. Die wir nicht für 40 Gold gekauft haben, sondern eben im Haus der Jäger, des Jägerklans gefunden haben. Drir wirft eine der seltsamen Früchte in den Schlund. Sofort erlahmen die Tentakel und das Maul verschwindet im Boden. So, und hier hinten war nämlich, das hatten wir ja auf der Karte schon gesehen, eine Truhe. So, okay, die ist verschlossen. Dietrich hat er hier. So, da haben wir noch ein zweites Iskai-Schwert, das hilft uns natürlich nichts. Einen größeren Schild. Das hilft uns deswegen nichts, weil es kann nur ein Krieger verwenden. Und Sira ist Magierin. So. Dann können wir hier wieder zurück. Können hier weiter. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Rum und dann einfach. Ja gut, da ist tatsächlich nur ein Ausgang. So, einmal hier durch. Was mich immer sehr verwirrt. So, hier gibt es nur einen Ausgang. Das ist dann der hier. Und dann... Nach rechts wollen wir. Nach rechts, dann weiter nach Süden und wieder nach rechts. Also hier so hin. So, ich gehe jetzt hier hin, einfach um diese eine Ecke, diese hier an der auf der Karte noch frei zu schaufeln. So, und hier haben wir letztens aufgehört. So, jetzt schauen wir mal. Hier ist noch ein weißer Ring. Okay. Hier ist noch ein Schwert. Guck, das können auch sehr, sehr viele. Und hier sieht man auch, das sind tatsächlich auch alles Charaktere, die wir spielen können. 8. Ein großer Dolch mit 4. Nehmen wir mal alles mit. Mehr scheint hier außer dem Angriff nicht zu sein. Ich glaube, letztes Mal war es so, dass wir die Gegner haben growlen hören. Ich lasse den jetzt noch nicht angreifen, unseren Fernkämpfer. So. Und der geht jetzt in den Nahkampf. So. Tatsächlich glaube ich, dass es sinnvoll ist, Nah- und Fernkampf bei allen zu maxen. Ja, ich weiß, ich bringe ihn in Gefahr. Oh, der Iskai-Brustschutz ist zerbrochen. Das ist nicht schlimm, den können wir ja reparieren lassen. Oder wir kaufen einfach den besseren. Je nachdem, wie es mit seinem Geld aussieht. Wahrscheinlich müssen wir ihn eher erstmal reparieren lassen. Gut, dann kann er sich jetzt heilen. Da die immer nur 12 geben, kann ich die auch gleich verwenden. Sogar nur 8. Das klingt natürlich wieder danach, als wenn das prozentual wäre. Ja, in diesem Spiel wird oft daneben geschlagen. Das ist ja der Grund, warum ich die Angriffe trainieren möchte. Und da haut er ab. So, der Wurstschutz, der kaputt ist, den legen wir mal hier hin. Bei dem Ring. Der hat keinen Schaden, keinen Schutz, also brauche ich ihn auch nicht anzuziehen. Okay. Das wird wahrscheinlich Verkaufsmüll sein. So. Mal hier reingucken. Ich will jetzt einfach nur die Wände angucken, ob noch irgendwo brüchige Wände sind, dass wir irgendwo durch können. Sichtskarte hier drüben. Auch nicht. Diese Rundungen, das ist das, was mich immer hier so durcheinander bringt, wo die... weil die teilweise die Durchgänge verdecken.
So, dann gehen wir jetzt mal Richtung eigenes Level. Wie gesagt, Richtung Main Quest sozusagen. Das wäre dann hier hoch. Und dann, soweit ich weiß, genau, einfach in den Norden. Und dann hier durch. Und hier ist wieder irgendwo ein Gegner, der schon auf uns aufgeschaltet ist. Das heißt, der versucht gerade, läuft gerade wahrscheinlich gegen irgendeine Wand und versucht uns anzugreifen. Und diesen Schlund hier müssen wir jetzt besänftigen, indem wir ihm zu futtern geben. So. Hier ist noch einmal so eine Falle, aber wie man sieht, ist die in der Mitte. Ist noch eine. Okay. Hier ist noch eine da. Ah, die Früchte. Interessant. Wir haben die Früchte nicht aufgebraucht. Gut zu wissen. Gucken wir mal, ob die Früchte endlos halten. Ja, scheinbar. Scheinbar muss man sie nur haben. Dann können wir auch alle hier abschalten, während das Fleisch von denen wirklich aufgefressen wird. Ja, dann hier lang. Benutzen. Ach ja, Moment mal. Eben als das Licht aus war, sind die Dinger auch eingeschlafen. Ich nenne es mal eingeschlafen. Da sind übrigens die Gegner, die jetzt angreifen. Können wir übrigens nicht aktivieren. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist, von denen angegriffen zu werden. Zumindest aus Spielengine-Sicht. So. Jetzt haben wir die hier alle los. Und jetzt können die uns auch angreifen, weil ich ein Stück vorgelaufen bin. So, dann greifen wir erstmal den hier an, in der Hoffnung, dass er drauf geht. Hier sieht man jetzt, hier sind zwei Stufe 2er, die sind ganz links und ganz rechts. Ist natürlich blöd, weil die jetzt schön ihn hier behaken können. Da gehe ich ja tatsächlich mal her und nehme nochmal einen Stim Drink, dass der volle Lebensenergie hat. Nee, wir laufen zum Glück ein Stück rüber. Das bedeutet, ich mache so. Herr Trier, der den weißen Ring hat, hat übrigens keinen magischen Gegenstand, Option. Das heißt, der Ring zählt nicht als magischer Gegenstand. So, ich mache hier die ganzen Steam Drinks leer, aber ich will nicht, dass Rainer drauf geht. Der soll auf jeden Fall die Erfahrungspunkte kriegen. Der Kampf in diesem Spiel. Und das war's von wegen Erfahrungspunkten. Ich guck mal eben, kann der einfach den hier trinken? Nee, er kann tatsächlich, wenn er bewusstlos ist, nichts. Das heißt, jetzt wird Rainer keine Erfahrungspunkte für diesen Kampf kriegen. Es ist ärgerlich, aber es ist alles so schlimm. Bei Drier wäre es ärgerlicher tatsächlich, deswegen trinkt er jetzt den blauen Farbtrunk, hier Heiltrank. Während die weiter auf den Skrin einschlagen. Nein, du flüchtest nicht, du bewegst dich dahin. Das gibt natürlich einiges an Erfahrungspunkten, weil zwei Stufe 2 ja da waren. Das wäre jetzt natürlich für Rainer super toll gewesen. So. Jetzt ein bisschen, ob hier noch irgendwie eine Wand einzuschlagen ist. So. Ich glaube, das war tatsächlich das, was ich letztes Mal gemacht hatte. Und zwar, dass ich einfach es dunkel gemacht habe und mit Dreh rumgelaufen bin und dadurch waren diese Viecher auch inaktiv. Aber gut, wir haben hier jetzt die Früchte. So, Sichtskarte. Da ist nichts. Hier sind wieder ganz viele Pilze. Und ein Angriff. Wieder der gleiche Typ Angriff. So. Zumindest die zwei schon mal weg.
Ich überlege gerade. Ich glaube, ich lasse die ja zu mir kommen, weil jetzt. Das war jetzt ein Dings, wo sie nicht angreifen konnten. So, er. Nee, der Kraft einfach hier drüben erstmal an. Ich glaube, das ist. Die Kampfpositionen sind ungünstig. Die sollten vertauscht sein, ne? Damit Rainer von. Oder so rum. Damit Rainer von Drir geschützt wird. Weil der ist natürlich. Oder Rainer kriegt das Kettenhemd. Wie sieht's denn aus? Abgesehen davon, dass er das jetzt nicht tragen kann, weil es zu schwer ist. Aber der kann ja die 10 Messer auch nochmal abgeben. 21 Lebenspunkte, 32. Ah ja, das ist besser, wenn der geschützter ist. Der trinkt jetzt auf jeden Fall den hier. So. Genau. Noch einen grünen Heiltrank oder einen Stimdrink? Ja, wir haben einen Stimdrink. Das wird später mit Sira übrigens einfacher, weil dann können wir eine Heilmagie benutzen, wobei die Magie natürlich in der Runde benutzt wird. Das heißt, in der Reihenfolge, wann Sira dran ist mit ihrer Aktion. So, jetzt bekommt jeder Erfahrungspunkt. Jetzt sieht man auch schon weniger. So. Du trinkst nochmal einen Stimdrink, bitte. Und dann schauen wir nochmal auf die Karte. Oh, guck mal, hier ändert sich die Bodentextur auf der Karte. Das hier ist die Richtung, die wir gehen wollen. So, dann gucken wir uns erstmal das hier an und dann ist in der Mitte vom Links auch noch so ein Geröllhaufen. Den können wir so mal manipulieren. Da ist nämlich noch ein Kurzdolch drin. Können wir wahrscheinlich auch verkaufen, weil er bringt nur ja, 2 Schaden. Und das. Und dann ist sie. Huch. Ja. Ach, ja, ja, okay, ich erinnere mich. Ein sehr fremdartiger Anblick bietet sich hier den Augen von Drir und seiner Gefährten. Die pulsierenden Wände scheinen zu leben, mehr noch als die gewohnten grünen, pflanzlichen Mauern. Ein intensiver Heu- und kräuterartiger Duft machen sich bemerkbar. Ich erwarte jetzt natürlich noch mehr Gegner hier. Das ist wahrscheinlich die Korruption, oder wie man es immer nennen möchte, die dieser Argim hinterlassen hat. Der hat ja den Ort verändert und deswegen traut sich niemand mehr dahin. So, hier ist wieder so ein Tier. Das ist aber nur um zu maskieren. Wir haben trotzdem das Geräusch gehabt für Gegner, schaltet sich auf uns auf. Ich geh erstmal in diese Ecke gucken. Ich höre hier was Feuermäßiges brennen. Das hört sich zumindest so wie ein Feuer an. Also, ich erinnere mich auch nicht mehr an alles hundertprozentig. Dann gucken wir mal hier. So, jetzt geht's hier wahrscheinlich hier, genau, hier geht's rum. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall was Feuerartiges. Ich gehe mal her und speichere. Flammensäulen. Ich glaube nämlich, wenn ich die berühre, dann kriege ich Feuerschaden. Alle spüren, dass diese Stelle etwas Besonderes ist. Ein schwer beschreibbares Gefühl bemächtigt sich Drir und seiner Gefährten. Alle Sinne scheinen sich zu schärfen und jeder Herzschlag erschüttert den ganzen Körper. Es ist einer der seltenen Momente, in denen bewusst und intensiv zu spüren ist, dass man lebt. Der Raum wird von seltsamen Leuchterscheinungen durchwandert und am anderen Ende ist eine große transparente Struktur sichtbar. Hinter dem rotierenden Gebilde sind die Überreste eines menschlichen Körpers zu erkennen. Na, das wird wohl unser Mörder sein. Die große Struktur hat eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Stirnorgan der Iskai. Es strahlt förmlich ein Gefühl der Vitalität und der Lebenskraft aus. Ein Gefühl des Schwindels macht sich im Kopf Drirs und seiner Begleiter breit. Drir berührt vorsichtig die Oberfläche der Struktur. Oh! Oh! Ich spüre etwas! Es ist, als ob ich das Tri eines anderen berühren würde, nur viel stärker. Ich bekomme einen verständlichen Kontakt. Ah,
Ein komplexer Verstand. So lange her. So lange. Schön. Reden. Wer oder was bist du? Ich bin hier. Ich bin nun dieser Ort. Vor langer Zeit war ich klein. War ich einzeln. Allein. Du warst einmal jemand anderes? Ja. Einst war ich wie du, Iskai. O Göttin, du, ihr wart einmal Agim. Ja. Tiri richtet einen kurzen Satz an die anderen. Das ist unglaublich. Ich habe Kontakt mit dem Bewusstsein, das einmal Agim war. Dann konzentriert er sich wieder auf Agims Gedanken. Es ist schön zu reden. Was ist damals passiert? Es ist so lange her. Es ist schwer. Ich bin nicht mehr gewohnt, auf diese Art zu denken, mich zu erinnern. Ich wollte leben. Mein Leben war so kurz. Ich wurde heiß. So zornig. Alles floss aus mir heraus. Ich breitete mich aus. Es ist schwierig zu vermitteln. Aber alles wurde gut. Ich lebe. Es ist schön zu reden. Könnt ihr mir etwas über eures jetziges Leben erzählen, Agim? Ich lebe. Das ist schön. Ich lebe in diesem Ort. Ich bin dieser Ort. Ich lebe in den Tieren hier. Ich erlebe alles, was sie erleben. Ich bin in ihnen. Ich spüre, wie sie leben, wie sie jagen und gejagt werden, wie sie lieben und sterben. Es ist wundervoll. Ich bin glücklich. Ich vermisse nur wenig. Gespräche wie dieses und Musik. Es ist schön zu reden. Wir sind auf der Suche nach einem Menschen, der hier eingedrungen ist. Ja, es war ein Mensch hier. Er war ein gutes Raubtier. Doch er war nicht das einzige Raubtier hier. Er ist im Kreislauf aufgegangen. Er lebt nicht mehr. Dürfen wir einen Blick auf seine Überreste werfen? Wir haben sie im Raum hinter der Struktur, durch die wir kommunizieren, gesehen. Aber ja, Trier, ich werde nach unserem Kontakt diese Struktur bewegen. Es ist schön zu reden. Ich möchte den Kontakt nun abbrechen, Agim. Das ist schade. Ich fand diesen Kontakt sehr schön. Kommt bitte wieder. Und ich möchte euch um etwas bitten. Ich erinnere mich an Musik. Herrliche Musik. Ich vermisse Musik. Ich träume oft von Musik aus dem Kristall. Bitte bringt mir einen Musikkristall. Versprecht ihr mir das? Wir versprechen es euch, Agim. Wir bringen euch einen Musikkristall. Ich freue mich sehr. Lasst mich euch Dankbarkeit zeigen. In dem großen Raum stehen zwei Quellen der Farbe. Verbindet sie mit einem Weg des Lichts. Erfreut euch anschließend an den Quellen der Kraft. Nun lebt wohl. Ich warte auf eure Wiederkehr. So, und dem Geräusch nach zu urteilen. Ja, das Feuer ist verschwunden. So. Okay, ganz kurz zur Erklärung. Ich bin jetzt erstmal durchgegangen, bevor ich meine Gedanken dazu als Kommentare gesagt habe. Also zunächst einmal ist es so, wenn ich mit einem der Menschen Agim angesprochen hätte, hätten sie nur Schmerz gespürt und ja, ich gehe in den Kampf rein. Dann dürfte auch der Sound weg sein. So. Dann hätten sie nur Schmerz gespürt und wir hätten die Struktur angegriffen und zerstört. So haben wir eine Quest bekommen, und zwar der Musikkristall ist bei Vanya zu kaufen. Und natürlich sind wir so lieb und bringen Agim den Musikkristall. So, aber erstmal greifen wir hier die Monster an. So, jetzt ist er hier das gefährlichste Monster aus meiner Sicht, weil er eben so einen dicken Angriff machen kann. Achso, der muss noch den Fernkampf in den Fernkampfmodus gehen. Angreifen. So.
Genau deswegen. Und da sehen wir schon, jetzt sind unsere Tränke schon wieder leer. Oh, das hat 25 geheilt. Wow. Ich muss das mir aber irgendwie aufschreiben, wie viel das bei jedem heilt. Dass ich die nicht verschwende. Ich weiß, früher habe ich immer nur die grünen gekauft, um bloß keine Heiltränke zu verschwenden. Das wird doch prozentual zu sein, okay. Also wie bei allen Heiltränken. Jawohl, der Kondi ist weg, sehr schön. So, dadurch, dass die hier da stehen bleiben, kann ich auch jetzt hier die angreifen. Wir sollten Rainer als nächstes mal mit dem nächsten Geld Fernkampf beibringen. Rainer, du machst nichts. Und hier geht's jetzt. So, dann trinken wir nochmal einen Schluck. Und da kommt der Song zurück. Und Rainer hat Stufe 8 erreicht. Was wir jetzt eigentlich machen könnten, wäre rasten. Und das ist auch das einzige Zeichen, dass hier keine Gegner sind. Ansonsten wäre das Rasten verboten gewesen. So, dann gucken wir mal weiter. Schauen wir uns mal hier den Leichnam an. Der Kenget Camulos hat einen antiken Zierdolch unseres Volkes bei sich gehabt. Ein einzigartiges Stück. Endlich eine Spur. Vielleicht weiß der alte Gelehrte Frill etwas damit anzufangen. Wir sollten ihn im Ratsgebäude aufsuchen. Das ist eine Nahkampfwaffe mit 6 Schaden, die auch die Magierin tragen kann. Auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir für sie haben. Ah, das hier ist das ist der Verkaufskram, sehe ich gerade. So. Und dann ist hier noch 39 Bolzen. Eine Mini-Bolzenschleuder und 44 Gold. Rainer trägt zu viel. Die Bolzen sind ziemlich schwer. Gut, kann ich verstehen. Nein, halt. So. Wow. Das Zeug ist wirklich schwer. Jawohl, jetzt passt es aber. So, wir haben Fleisch bekommen, das wir direkt verwenden können, um weiter erforschen zu können. So, Übersichtskarte. So, denn schließlich wollen wir noch den Rest des Loots kriegen. So, die Pflanze hier. So, da ist ein rotes Schwert. Und eine Axt und Geld. Die ist schon zu schwer. Nein, das wollte ich nicht. Das ist nicht viel, das ist ein Kilo zu viel, was er trägt. Kilo zu viel, der kann noch 3 Kilo tragen. Also könnten wir den Dolch abgeben. Das Schwert ist 2 Kilo schwer. Das könnte gerade so passen. Jawohl, sehr fein. Kommen ein bisschen nach unten, dass wir nicht öfter in die Mäuler reinlaufen. So, dann war hier hinten noch was. Da. Das zählt auch nicht. So. Ne, ein bisschen hier rum. Ja, hier sind noch Gegner. Oh, die kommen auch schon. Das sind 2 Krondier natürlich. Ja, herrlich. Okay, der Zierdolch macht auch einen Angriff. Machen wir es mal so. Okay. Wir wissen nicht, was der Zauber tut. Das hat einfach eine Animation um ihn rum gemacht und zweimal gepiept.
So. Und der hat keinen magischen Gegenstand, den er nutzen kann. Oh, der ist gestunt, scheinbar. Treffen besser, wie es scheint. Das kann aber auch Zufall sein. Später, wenn wir Sira haben und alle Zauber ausprobieren können, dann werden wir erfahren, welche, Tom ist Stufe 9, welche Animation, welcher Zauber ist. So. Jetzt können wir auch hier zur Sicherheit einfach schon mal ein Fleisch reinstecken. Auch wenn das eigentlich Geld ist, was wir hier weggeben. So. Ich würde sagen, nein, ich mache jetzt nicht Schluss mit der Aufnahme. Sondern erstmal speichere ich. So, wir haben hier eine LP2. Und dann starte ich jetzt eine kleine Timelapse, in der ich zurücklaufe. Alles, was wir nicht brauchen, verkaufe. Natürlich Sachen, die wir noch gebrauchen können, in die Truhe schmeiße. Heiltränke kaufe und Trainern ein bisschen Fernkampf beibringe. Weil, ja, nicht gut. Also dann, bis gleich. So, und kurz vorher wurden wir nochmal von einem Grondi angegriffen. Also kurz bevor wir wieder im Dings drinne waren. Tatsächlich ist unser ganzes Geld aufgebraucht. Ich hab Depp hab nämlich nicht Tränke gekauft. Bevor, eigentlich könnte ich auch mal jetzt angucken, bevor ich trainiert habe. Jetzt habe ich unser ganzes Geld wegtrainiert. Heißt natürlich, dass jetzt hier Tom nicht einfach so heilen kann und wir können auch nicht rasten. Sprich, ich gehe gerade wieder zurück, verkaufe das und heile mich erstmal. So, und wir sind wieder im Dungeon. Benutzen, machen das einmal L. Und jetzt geht das hier wieder. Das ist immer das Nervige, den Weg entlang. Tatsächlich ist es so, dass ich diesen Bonusteil mit dem Quell des Wissens, ich nehme an, dass das Bonus-Erfahrungspunkte sind, ich nehme auch an, dass das ist, was dieses Geräusch macht. Die Früchte halten nur für eine gewisse Zeit? Ah ja, nicht schlimm. Das mache ich erst, wenn Sira da ist, und zwar ist die Lösung, hier leuchtet ja der Boden hinter uns. Hier sieht man es da. Und hier sind diese beiden Büsche, die hier leuchten und farbig sind. Und die müssen wir einfach mit dieser Linie auf dem Boden, die leuchtet, verbinden. Das ist dieses Rätsel, was er uns gegeben hat. Ich will immer durch Drag and Drop die Karte verschieben. Dabei muss man hier an den Rand der Karte mit der Maus, was recht empfindlich ist. So. In die richtige Richtung. Ja, nach Süden. Ja, es sind tatsächlich alle wieder aktiv. Das ist auch nicht schlimm. Da die Früchte endlos halten, kann ich die auch einfach wieder verwenden. So.
Und dann geht's hier rum, denn wir wollen, dass dieses Spezial, das ist ja das ist ja Agim.